Was für ein Konsumtyp sind Sie? Alles in Massen, passend zu unserem Wochenthema, oder eher weniger ist mehr? Wir stellen Ihnen jetzt zwei Freunde vor, die das Ganze auf die Spitze treiben. Der eine ist Konsum-Junkie, der andere ein Konsumverweigerer. Zwei ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Was finden Sie besser? Seit 10 Jahren sind Marius und Julius gute Freunde. Und das, obwohl ihr Lifestyle kaum unterschiedlicher sein könnte. Wie kann das funktionieren? Marius Diab lebt im Konsumstreik. Er verzichtet komplett auf Geld. Aus Prinzip. Er kauft nichts. Ganz anders sein Kumpel Julius Abrell. Der ist ein Konsum-Junkie. Das, was er besitzt, hat auch seinen Preis. Wir begleiten die beiden einen Tag lang und vergleichen. Wie leben sie und wie stehen sie zum Geld? Während Julius vom Shoppen nicht genug kriegt, ist Marius komplett gegen Konsum. Er gibt gar kein Geld aus. Weder für Kleidung noch für Essen. So wie es sich jetzt entwickelt hat, das war damals noch nicht. Das ist erst gekommen, als er so, ja, ungefähr 20 war. Aber wie lebt man so ganz ohne Geld? Wir besuchen Marius 60 Kilometer von München entfernt. Er lebt zwischen Hopfenfeldern auf einer Fläche, die er natürlich kostenlos von Bauern bekommen hat. Hier baut er Obst und Gemüse an. Einen Teil davon gibt er an die Leute ab, die in der Nähe wohnen. Den Rest darf er für sich behalten. Für Obst und Gemüse zahlt Marius also schon mal nichts. Dafür gibt's aber auch nur, was auf dem Feld so wächst. Ja, ich finde es viel sinnvoller, hier den Apfel direkt vom Baum zu pflücken, als erst irgendwie Geld zu verdienen und dann in den Supermarkt zu gehen und einen Apfel von weit her aus Neuseeland oder sonst woher zu kaufen. Ja, ist total unnötig. Die Äpfel wachsen hier. Neben dem Feld hat Marius seine Küche. Ganz ohne Strom und fließend Wasser. Selbst gebaut und für Umme, klar. Strom brauche ich eigentlich selten. Also klar gehe ich auch mal einen Computer ins Internet, aber da gehe ich halt woanders hin. Das muss auch nicht jeden Tag sein. Die meiste Zeit offline? Was für uns ein komplettes Desaster ist, ist für Marius halb so wild. Wenn er ins Internet will oder sich telefonisch mit Freunden verabredet, geht er in ein naheliegendes Bauernhaus. Ganz schön umständlich. Ganz anders mitten in München, der teuersten Stadt Deutschlands. Hier besuchen wir Marius' Kumpel Julius in seiner Wohnung. Er ist das krasse Gegenteil. Das merken wir schon am Eingang. Ein paar Schuhe neben dem anderen. Ich habe es nicht gezählt. Will ich auch ehrlich gesagt nicht. Kommt nicht auf die Zahl drauf an. Wenn der Platz nicht mehr reicht, dann weiß ich, dass es zu viel sind. Wollen wir reingehen? Julius' Hobby: Shoppen. Und zwar viel. Hier zum Beispiel, das habe ich mir letztens erst gekauft, als ich auf dem Heimweg war. Das hat mir so recht gut gefallen von der Melierung und dem weichen Stoff. Sonst ein schlichtes T-Shirt. Vieles in seinem Kleiderschrank hat er sich mal eben im Vorbeigehen gekauft. Meist hängt sogar noch das Preisschild dran. Da habe ich noch genau die Lederjacke. Die habe ich mir auch letzte Woche erst gekauft. Fand ich ganz schick. Und ja, aber auch noch nicht getragen. Muss auch den richtigen Anlass finden. Auch in Sachen Technik will Julius immer das Neueste. Die Deutschen kaufen sich im Schnitt alle 6 Jahre einen neuen Fernseher. Julius ist da schneller. Ich habe erstmal 3 andere Fernseher bestellt und getestet und eingestellt und rumgetan. Und waren doch immer so ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen haben. Und im Endeffekt wurde es dann der, mit dem ich jetzt sehr zufrieden bin. Julius selbst findet nicht, dass er konsumsüchtig ist. Er shoppt einfach gern, vor allem online. Und wenn ihm etwas nicht gefällt, schickt er es wieder zurück. Stören ihn die vielen Kartons nicht? Es nervt mich schon immer wieder, dass sie da rumstehen. Aber mei, es ist halt eine Übergangszeit und muss mich entscheiden, was ich behalte, was ich zurückschicke. Und dann sind sie auch wieder weg. Irgendwann. Aber dieses Hin- und Herschicken hat ihm beim ein oder anderen Internetshop auch schon Ärger eingehandelt. Ja, einmal gab es einen Vorfall, da habe ich bei einem Online-Händler recht viel gekauft und dementsprechend auch teilweise zurückgeschickt.
Und die haben mir daraufhin mich scheinbar gefragt in einer E-Mail, warum ich denn so viel zurückschicke. Habe die aber überlesen, die Mail, und habe nur noch mehr zurückgeschickt als Antwort. Und ja, daraufhin haben sie mich dauerhaft gesperrt. Und ja, da kann ich halt nichts mehr kaufen. Vom größten Online-Händler bekommt er also schon mal nichts mehr. Wie Julius wohnt, wissen wir jetzt. Aber wie lebt man so ganz ohne Geld? Konsumverweigerer Marius zeigt uns, wie er wohnt. Und darauf ist er ziemlich stolz. Ja, das ist meine Jurte. Die habe ich selbst gebaut aus Materialien, die sonst auf Müll gelandet wären oder irgendwo verstauben würden. Teilweise recycelt oder abgecycelt. Hier zum Beispiel das Holz vom Türrahmen. Das war mal ein Hochbett. Da habe ich mal einen Container entdeckt von einem Hostel. Die wollten 160 Betten wegwerfen. Und die habe ich dann alle gerettet. Marius findet es sinnvoll, bereits produzierte Waren wieder zu verwerten, statt sie wegzuwerfen. 1,5 Jahre hat er an der Jurte gebaut. Die komplette Einrichtung stammt entweder von Freunden, ist Secondhand oder vom Sperrmüll. Er lebt also von dem, was andere gekauft haben, aber jetzt nicht mehr haben wollen. Ja, der Boden, der besteht hier aus lauter so Tortenstücken. Das ist deswegen, damit der mobil ist. Und ich bin ja jetzt auch schon einmal damit umgezogen. Schön und gut im warmen Sommer. Aber wir sehen hier nur einen kleinen Holzofen und eine Tür aus Stoff. Wie lebt es sich hier drin im Winter? Da war es schon sehr kalt teilweise. Da bin ich schon recht durchfroren morgens aufgewacht. Damit es diesen Winter wärmer wird, hat er mit Schafwolle zur Dämmung und einer stabilen Tür vorgesorgt. Marius Lifestyle ist, sagen wir mal, ungewöhnlich. Wir wollen wissen, ob das schon immer so war. Deshalb besuchen wir seine Familie. Die lebt in einer ganz normalen Wohnung und kauft ganz normal ein. Marius Mutter verrät uns. Es ist also so, dass er also in der Kindheit ganz normal war, wie alle anderen Kinder auch. Und als er so 16, 17 war, hat man dann gemerkt, dass er sich Gedanken macht über die Umwelt, über die Gesellschaft und dass er ja, sich ein bisschen anders entwickelt als seine Kameraden vielleicht. Seine Mutter und sein Bruder stehen voll und ganz hinter Marius. Auch wenn sie sich ein Leben in einer Jurte ohne Geld und Strom nicht vorstellen können. Und wenn Marius vorbeikommt, braucht er da ab und zu nicht vielleicht doch etwas? Also Geld eigentlich so gut wie gar nie. Lebensmittel gebe ich ihm schon manchmal ein bisschen. Ich kaufe manchmal dann so natürlich Bioprodukte. Und da gebe ich ihm schon noch mal so ein bisschen was mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihm da säckeweise Essen mitgebe, sondern ja, vielleicht, wie es eine andere Mutter auch machen würde, einfach ein paar Kleinigkeiten, was ich so da habe. Ja, also er kommt nicht hier hin und sagt, hier Mama, ich habe einen großen Rucksack, mach mir den mal voll. So nicht, sondern so ein paar Sachen. Ja, wenn ich was da habe, gebe ich ihm mal mit, ja. Zurück in der Münchner Innenstadt bei Konsumjunkie Julius. Der will heute mal so richtig shoppen gehen. Neue Sneaker dürfen natürlich nicht fehlen. 1.540 Milliarden Euro geben wir Deutschen pro Jahr für Konsum aus. Ja, jetzt war ich eh gerade in der Stadt und dachte mir, schaue ich mal die Schuhe auch mal direkt vor Ort an. Und dann auch anprobieren natürlich, ob es passt oder nicht. Muss ich nicht 3 Paar bestellen und dann wieder 2 zurückschicken. Im Schnitt gibt Julius jeden Monat 600 Euro für Konsum aus. Ist das nicht übertrieben? Wenn ich zufrieden mit meinem Kauf bin, dann ist eigentlich kein Geld, was man dafür ausgibt, zu viel. Allein heute shoppt Julius für insgesamt 255 Euro. Auch Marius braucht neue Klamotten und will in die Stadt. Aber wie shoppt er ohne Geld? Und vor allem, wie kommt er ohne Geld von A nach B? Ein Problem, das Marius häufiger hat, wenn er Freunde in der Stadt treffen will. Seine Lösung: Trampen. Also die meisten Autos, die fahren ja mit freien Plätzen durch die Gegend. Und viele Leute fahren auch allein. Im Schnitt sind es 1,3 Personen pro Fahrzeug. Und ich finde es eigentlich ziemlich sinnvoll, wenn ich dann da halt einfach mitfahre und wir uns die Fahrt teilen. Und ja, zwar natürlich auch Ressourcen verbrauchen dadurch, aber zumindest nur noch halb so viel im Schnitt. Zum Trampen braucht man viel Geduld.
20 Minuten wartet Marius jetzt schon. Ja. Ah, er hält. Hoffentlich fährt das Auto auch in die richtige Richtung. Marius hat Glück, alles passt. Während solcher Fahrten kommt Marius meist ins Gespräch mit den Fahrern und erzählt, wie er lebt. Und wie findet der Fahrer das? Ja, ich finde es beeindruckend. Ja, also das hat ja auch einen gewissen Teil von Disziplin, sowas durchzum Halter. Ich selber achte schon auch darauf, dass ich möglichst zu wenig, wie es gerade wegwirf, beziehungsweise überflüssig Sachen einkaufe. Aber so krass, wie du das machst, also könnte ich selber wahrscheinlich nicht. In München angekommen, sieht die Shoppingtour bei Marius etwas anders aus als bei seinem Kumpel Julius. Er geht in sogenannte Umsonstläden. Wie der Name sagt, kosten die Dinge hier nichts. Alles ist gespendet. Aber alles wurde auch mal bezahlt. Wie passt das mit seiner Einstellung zusammen, nicht zu konsumieren? Klar wurden die Sachen auch irgendwann mal mit Geld gekauft. Aber es geht ja nicht darum, dass ich Geld irgendwie verteufel, sondern es geht darum, dass wir einfach in einem wahnsinnigen Überfluss leben und viel zu viel Zeug in der Mülltonne landet. Und das hier ist eine Möglichkeit, die Sachen vor der Mülltonne zu retten. Klamotten hat Marius zwar nicht gefunden, dafür Kerzen. Wenn er schon mal in der Stadt ist, versucht er auch Lebensmittel zu besorgen. Bei speziellen Vereinen gibt es gespendete Lebensmittel für umsonst. Aber die Ausbeute heute ist eher mau. Ja, so ein Verteiler kann man nicht erwarten, dass hier alles prall gefüllt ist. Wenn es leer ist, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass es hier hochfrequentiert ist. Und ich habe gehört, dass gestern noch alles voll war. Wenn es jetzt leer ist, ist super. Weil die Umsonst-Lebensmittel heute ein bisschen dürftig ausgefallen sind und Marius Hunger hat, macht er sich auf die Suche nach etwas zu essen. Seine Idee ist eher ungewöhnlich. Hallo, Entschuldigung, dass ich störe. Ich wollte fragen, ob Sie noch aufessen oder... Do you speak English? Yeah, if you don't eat it anymore. Wow, thank you very much. Du willst nichts mehr. Leute im Restaurant nach ihren Essensresten fragen? Für uns befremdlich. Aber Marius freut sich. Man muss ja nicht alles gleich wegschmeißen. Ich habe jetzt hier eine halbe Pizza für mich. Und vielleicht habe ich die beiden Menschen auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und vielleicht bestellen sie das nächste Mal weniger oder sie bieten einfach irgendjemandem auf der Straße eine halbe Pizza an. Kann man ja auch machen. Am Abend besucht Marius noch seinen Kumpel Julius in seiner Werkstatt. Eine Freundschaft trotz so unterschiedlicher Lifestyles. Wie kann das gehen? Ja, also ich schätze den Julius sehr als Menschen, kennen ja auch schon echt lang. Aber sein Kaufverhalten macht mir schon Sorgen. Ich finde das sehr krankhaft. Aber ja, wir haben halt auch schon viel gemeinsam erlebt. Wir haben zusammen auch Nächte durchgemacht und hat sehr viel Spaß einfach gemacht. Und was hält Julius von Marius extremer Lebensweise? Leben und leben lassen. Und ich sehe das als ein großes Abenteuer für ihn, was er jetzt da vor sich hat. Und er arbeitet ja auch, ist ja nicht so, dass er nicht arbeitet. Er muss ja für alles arbeiten, für sein Essen, für sein Haus muss er instand halten. Jetzt muss er einen Verschluss machen für sein Fenster. Also der ist da auch gut beschäftigt. Auch wenn die beiden Freunde ziemlich unterschiedlich sind und in Sachen Konsum völlig anders ticken, sie respektieren einander. Denn wahre Freundschaft ist eben unbezahlbar.